Am Ritten gedeihen Kirschbäume besonders gut. Auf 800 Meter Seehöhe hat Josef Rottensteiner vom Steidacher Hof in Lengstein ein Feld angelegt. Doch seit 2010 bereitet den untriebigen Bauern die aus Asien importierte Kirschessigfliege große Sorgen. Im Vorjahr war es besonders gravierend. Das ist einfach brutal. Da kann eine Ernte in 3 Tagen ist weg. Wenn man das erlebt hat, in der Rundlage, wo wir momentan stehen, da war letztes Jahr, nicht, waren da unten 2 Kirschbäume, wilde Kirschbäume. Und da sind leider Kirschen, wie ich vorhin gesagt habe, vom Baum in die Randlage gefallen, mit den Mähen. Innerhalb 3 Tagen war die Anlage da gepflückt. Also die Kirschen hat man nicht mehr pflücken gekönnt. Die waren sehr große, schöne Kirschen. Aber das sind die Essigflieger, die innerhalb 3 Tagen vernichtet. In bestimmten Gegenden verzeichneten Bauern bei der Kirschernte einen Ausfall von bis zu 70%. Der wirtschaftliche Schaden betrug im Jahr 2016 ca. 3 Millionen Euro, wobei Beeren und Steinobst sowie Vernatschtrauben ebenso betroffen sind. Josef Rottensteiner ist einer der ersten Bauern, der mit dem Versuchszentrum Leimburg eng zusammenarbeitet und Insektenfallen im Feld anbringt. Seit 2011 laufen im Versuchszentrum intensive Forschungen mit dem deklarierten Ziel, die Kirschessigfliege wirksam und langfristig einzudämmen. Zu diesem Zwecke werden Kirschessigfliegen gezüchtet, um das Verhalten besser zu untersuchen. Am Anfang ist es sehr wichtig gewesen zu verstehen, wie sich die Kirschessigfliege überhaupt in Südtirol entwickelt und wie das Befallsgeschehen ist. Und deswegen haben wir so dieses Monitoring schon seit Jahren laufen. Und dann haben wir ein zweites Projekt immer an der Leimburg gehabt. Eine Tätigkeit ist es eigentlich geworden, wo die verschiedenen Bekämpfungsmethoden, die aktuell zur Verfügung stehen, überprüft worden sind. Und das machen wir immer noch. So führen die Experten im Versuchszentrum Leimburg in Pfatten Feldversuche durch, bei denen Kirschbäume mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. 4 Tage später werden Kirschen aus der Anlage entnommen und im Labor mit der Kirschessigfliege in Kontakt gebracht. Hier wird die Intensität des Befalls überprüft. Im Vorjahr hat das Versuchszentrum Leimburg gemeinsam mit der Freien Universität Bozen ein neues interdisziplinäres Projekt namens Dromital gestartet, das aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung mit knapp 900.000 Euro gefördert wird und an dem Wissenschaftler verschiedener Disziplinen mitarbeiten. Wir haben gewisse Hefearten entdeckt, die geeigneter sind für die Kirschessigfliege, für die Reproduktion der Kirschessigfliege. Wir wissen aber noch nicht, welche die Metaboliten eigentlich sind, die sie fördern. Und das wollen wir in diesem Projekt untersuchen. Zum einen herausfinden, welche genau sind die Metaboliten, die da zuständig sind. Und dann diese Hefearten in dem Stoffwechsel produzieren sie auch so volatile, flüchtige Stoffe, die auch attraktiv wirken auf der Kirschessigfliege. Und auch hier wollen wir genauer spezifisch herausfinden, welche sind die Stoffe. Dazu werden im Labor für Aromen und Metaboliten des Versuchszentrums Leimburg chemische Analysen an ausgewählten Hefearten durchgeführt. Die Hefestämme werden zunächst gewogen, die Inhaltsstoffe der Hefen mit einem Lösungsmittel extrahiert. Das Extrakt wird im Flüssigchromatographen in seine chemischen Bestandteile zerlegt und analysiert. Der Sinn dieser Untersuchungen ist es eben, die verschiedenen Hefen auf ihre Inhaltsstoffe zu untersuchen, um dann eventuelle Unterschiede in ihrer Zusammensetzung, zum Beispiel in der Zuckerzusammensetzung oder in der Aminosäurenzusammensetzung zu finden, die dann eine fraßfördernde Wirkung auf die Kirschessigfliege haben. Und dann wollen wir aus diesen Kenntnissen einen Köder herstellen, der also spezifisch für die Kirschessigfliege ist. Und diesen Köder wollen wir dann auf gewisse Flächen ausbringen, gezielt ausbringen auf Flächen. Und damit die Kirschessigfliege gezielt auf diese Flächen anziehen. Und diesem Köder wollen wir einen Insektizid beimengen,
in geringen Mengen, also in viel geringeren Mengen als bei einer klassischen Behandlung. Und das soll auch trotzdem sehr gut wirken und auch besser wirken als eine normale Insektizidbehandlung. Idealerweise wünschen wir uns, dass die Früchte dann nicht mehr behandelt werden und nur eben die Laubwand behandelt wird. Und das soll auch dazu führen, dass einfach die Insektizidaufwandmenge in der Umwelt verringert werden soll. In Labor- und Freilandversuchen soll die richtige Formel des Hefelockstoffs und des Pflanzenschutzmittels optimiert sowie dessen Wirkung bestimmt werden. Bei Informationsveranstaltungen wie hier in Schlanders werden betroffene Bauern, aber auch Funktionäre von Obstgenossenschaften über den Stand der Forschung informiert und zu erhöhter Achtsamkeit sensibilisiert. Deswegen ist die Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig mit der Leinburg, dass man da die Erfahrungen gegenseitig austauschen kann. Sodass auch in Zukunft in Südtirol Obst angepflanzt und unbeschadet geerntet werden kann.